Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Ich bin natürlich nicht nur YouTuberin, sondern ich bin auch eine Privatperson und ich gucke natürlich auch YouTube-Videos. Und ich habe letztens bei Luisa gesehen, dass sie ein Make-up-Tutorial gemacht hat. Oh, stopp, nicht ausschalten. Ich weiß, ihr hasst alle Make-up-Tutorials. Das war ein Make-up-Tutorial der ganz besonderen Art. Und zwar hat sie ein Make-up geschminkt mit Produkten, die sie eigentlich hasst. Und ich so, ja, wie geil ist das denn? Und das möchte ich auch gerne machen. Und deswegen zeige ich euch so meine Flop-Produkte, mit denen ich jetzt heute das Make-up mache. Und ihr könnt auch direkt sehen, wie scheiße das am Ende dann aussieht. Womit fangen wir an? Das ist bei mir so eine kleine Hassliebe, muss ich sagen. Manchmal finde ich sie ganz gut, manchmal finde ich sie wieder scheiße. Aber eigentlich tut sie für mich gar nichts. Und zwar ist das von Benefit the Professional. Das ist ja etwas, womit wir unsere Poren, beziehungsweise, ist das nicht ein Primer? Das ist ein Produkt, womit man diese Poren, die bei mir schon echt eigentlich minimal sind, aber eigentlich zugekleistert sozusagen. Aber ich habe es jahrelang falsch gemacht, deswegen zeige ich euch jetzt, wie es richtig geht. Und zwar, das Produkt wird eingeklopft, in die Poren eingeklopft und nicht gerieben. Und wenn ihr das so macht, wie ich euch das jetzt zeige, dann werdet ihr eigentlich direkt einen Unterschied merken. So, jetzt kommen wir natürlich direkt zu unserem Make-up. Ich habe mir geschworen, dass ich nach diesem Video... Es ist aus, die Maus. Ich zeige euch erstmal das Produkt und dann erkläre ich euch gleich was dazu. Und zwar ist das die Love Extraordinary Perfecting Make-up Fluid Longwear bla bla. Es kommt hier in so einem Spender. Ich glaube, wenn man hier drauf drückt, dann sollte das Make-up da genau rauskommen. Und das in Kombination mit diesen... Ich habe mir geschworen, dass ich nach diesem Video definitiv ausmisten werde, allgemein. Also wir haben ja auch vor, umzuziehen, das habe ich euch ja mal erzählt. Und dazu auch gleich mehr. Ich muss definitiv ausmisten, auch wieder Make-up. Ich merke einfach, dass ich... Warum klammer ich mich an diesen Sachen hier fest, die sowieso scheiße sind? Könnt ihr mir das erklären? Oder gibt es da eine Erklärung dazu? Und wehe, wehe, ihr sagt nachher zu mir... Was? Das Make-up sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Also das Make-up ist einfach nur bei mir fleckig. Es kann natürlich sein, übrigens by the way, dass diese Produkte natürlich bei anderen total geil sind. Und ihr, was? Das ist mein Produkt? Und wie kannst du nur sagen, dass es scheiße ist? Ich sag nicht, dass es scheiße ist, aber ich sag einfach mal so, dass es bei mir halt nicht wirkt. Ich mach so und es ist ein Streifen Make-up, versteht ihr? Also es lässt sich einfach, ich habe das Gefühl, es lässt sich nicht in die Haut einarbeiten. Nochmal zum Produkt der Augenlöscher. Der ist für mich viel zu hell und also ich habe auch das Gefühl, dass der sich in meine Augenfältchen absetzt. Deswegen leider für mich auch. Achso, ich habe gestern das erste Mal seit einem Jahr einen Film geguckt, Leute. Und ich war alleine. Mein Mann ist ziemlich spät nach Hause gekommen, weil... Wegen Ramazan erzähle ich euch gleich auch nochmal. Hamza treibt mich momentan echt zum Wahnsinn. Ich weiß nicht, in was für eine Phase er ist. Eigentlich ist er in gar keinem Schub oder so, aber sein Geheule geht mir so auf den Nerv. Also dieses unnötige Rumgeschreie wegen gar nichts. Und ich merke manchmal einfach so, ich habe bald echt keine Geduld mehr, ne? Also mein Geduldsfaden ist gerade sehr dünn, sagen wir mal so. Und dann denke ich mir so, warum bist du so aggressiv geworden? Also nicht gegenüber von Hamza, aber weiß ich nicht, bin nicht mehr so geduldig wie früher. Liegt das vielleicht an einem Schlafmangel? Woran könnte das liegen? Keine Ahnung. Also ich bin eigentlich sehr gechillt. Ich bin immer noch sehr gechillt, aber guck, wie fleckig. Also es lässt sich überhaupt, ich trage auch hier gerade die Foundation, die man nicht einarbeiten konnte, wieder ab. Ich glaube, es liegt wirklich an dieser Scheißwohnung. Diese Wohnung macht mich wahnsinnig. Ich will ausflippen, will ich, wirklich. So, wenn wir das Make-up gemacht haben, kommen wir eigentlich zum Setting-Puder. Da habe ich zwei. Ich habe eigentlich so viele, die ich wegschmeiße. Und ich schmeiße die nach dem Video weg. Einmal das von L'Oreal The Perfect Match Minerals Puder, mattierendes Puder. Und einmal das vom Make-up Studio, das professionelle Make-up. Das riecht nach Mann. Ohne Scheiß, das Ding riecht nach Mann. Liebe Firmen, warum müsst ihr das so stark parfümieren? Also allgemein, setten wir das mal. Und seht ihr schon beim Setten, dass es so fleckiges Setting ist. Also das riecht nach mein Papas Parfüm, ey. Ohne Scheiß, lasst dieses scheiß Parfüm einfach weg. Während das jetzt einsettet, machen wir unsere Augenbrauen. Und da habe ich dieses Goof Proof Brow Pencil von Benefit. Ich finde... Der ist zu dick einfach. Also, wenn ihr das hier seht, wenn ich das jetzt hier auftrage, damit kann man sich eigentlich gut das da drinnen ausfüllen.
guckt nicht meine Augenbrauen an. Nein, ich zupfe sie noch immer nicht, Leute. Ich kann damit nicht so präzise arbeiten wie mit den anderen Stiften. Ich habe, davon gibt es ja auch noch diese dünnere Version, aber die ist mir dann auch schon wieder zu dünn. Das heißt, ich müsste eigentlich mit beiden arbeiten, um glücklich zu werden. Das ist schon ganz schön fett geworden, die Augenbrauen, ne? Ja, muss ich auch sagen. Finde ich auch. Und wisst ihr was? Ich find's gut. Falls ihr mich seit 10 Jahren verfolgt, dann wisst ihr, was für ein Augenbrauen-Werdegang ich bis jetzt schon durch habe. Ihr wisst, welchen Primer ich euch jetzt zeige, ne? Yes, ihr seid nämlich gut. The Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Das war mal vor Jahren der... das Produkt überhaupt. Und ich weiß auch gar nicht, warum das damals so gehypt wurde. Weil es neu war. Leute, ich glaube, das gibt es schon seit 10 Jahren. Also damals, als ich mit YouTube angefangen habe. Vor 10 Jahren! Da gab es das, glaube ich, schon. Oder war gerade relativ neu. Und ich habe einfach das Gefühl, das macht bei mir nichts. Also es based nichts. Und es hält auch nicht da, wo es sein sollte. Und es tut für mich einfach nichts. Und es, ob ich es jetzt drauf habe oder peng, es macht einfach keinen Unterschied. Ich meine, ich muss jetzt sagen, die Tube ist jetzt auch bei mir ein bisschen alt. Und ich werde sie jetzt auch wegschmeißen, weil ich einfach damit unzufrieden bin. Es kommt nichts an den MAC Paint Pot dran, finde ich. Also ich zeige euch jetzt die Lidschattenpalette. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich beschissener finde. Deswegen... Es gibt so einige, aber ich habe einige schon ausgemistet, deswegen habe ich diese nicht mehr. Aber eine Palette, die auch die Luisa vorgestellt hat, wo ich auch dachte, so jetzt reicht's, jetzt schmeiße ich sie endlich weg, weil sie ist wirklich für den Arsch, ist die Naked 3 Palette. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, oh wieso denn, die hat doch so geile Farben und so. Diese Farben sind mir einfach zu... Ich weiß es nicht, ich kann damit nichts anfangen. Also ich finde jetzt auch die Qualität jetzt nicht so... Das ist so, das hat so Fallout und das nervt mich jetzt schon, wo ich es hier gerade so geswatcht habe. Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, oh, das ist doch voll schön. Ja, aber not for me. Und ich habe jetzt überlegt, soll ich jetzt hier mit einem Look schminken? Habe ich gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht. Und zwar, es gibt nämlich noch Lidschatten, die noch beschissener sind. Und zwar ist das von Benefit They Are Real Duo Shadow Blender. Jetzt denkt bitte nicht, ich sei undankbar, weil ich habe das zugeschickt bekommen, aber das ist so ein System. Da hat man so einen Buffer drin und dann soll man damit einmal hier rüber gehen und dann soll man direkt so sich den Lidschatten auftragen. Und das funktioniert einfach nicht. Jetzt funktioniert es wahrscheinlich, wenn ich jetzt mache, ne? So. Wer hat sich das ausgedacht? Ich kann ja verstehen, dass einige vielleicht nicht so viel Zeit haben und das vielleicht ganz praktisch sein soll. Aber es ist nicht praktisch, weil es ist einfach komplett unverblendet und man müsste halt nochmal mit einem Pinsel rein und nochmal nachhelfen. Und was bringt mir das Produkt, wenn ich dann nochmal nachhelfen muss? Also nix, also ein kompletter Flop. Der Film, den ich gestern gesehen habe, der hieß The Lights Between Oceans oder so. Oh, Leute. Habt ihr den gesehen, wenn ihr den gesehen habt, ne? Wenn ihr den nicht gesehen habt, dann müsst ihr den sehen. Und ich bin gerade so froh gewesen, dass ich diesen Film nicht im Kino oder sonstiges geguckt habe. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Und ich war auch froh, dass mein Mann nicht dabei war. Ich bin fast vor... Ja, es war ganz schlimm. Also ich habe so viel geheult, dass ich wahrscheinlich heute noch halt diese Augenringe von gestern habe. Eyeliner, da musste ich auch nicht lange überlegen. Und zwar habe ich von They Are Real, der Push-Up Liner von Benefit, darüber habe ich auch mal vor Jahren ein Video gemacht. Und ich weiß auch nicht, warum ich den noch immer habe. Warum? Problem ist einfach nur die Auftragetechnik, beziehungsweise der trocknet so schnell. Und ich finde, damit kann man nicht so präzise arbeiten, wie vielleicht mit einem anderen Liner. Aber das Produkt an sich ist nicht scheiße. So, ich curle hier gerade meine Wimpern. Und jetzt dürft ihr auch dreimal raten, welche scheiß Mascara ich hier für euch habe. Die Love Mascara ist so schön klumpig und ja, die verklumpt einfach alles, was geht. Also das ist jetzt einfach nur ein Make-up-Look, um euch zu zeigen, wie die Produkte nicht bei mir wirken. Ich habe so ein ganz komisches, spannendes Gefühl auf der Haut. Und ich habe auch das Gefühl, ja, meine Haut klebt. Das merke ich ja jetzt erst gerade. Ich dachte die ganze Zeit so, was ist denn das für ein komisches Gefühl? Hä? Kommt das vom Make-up? Ich glaube, also... Wir haben uns gestern eine Wohnung angeguckt, Leute. Weißt du, wie ich in dieser Wohnung war? So... Wah! Ich habe mich so gut gefühlt in dieser Wohnung und die war so hell.
und so schön und voller Grün und einfach nur schön. Und ich hoffe so sehr, dass wir diese Wohnung kriegen, beziehungsweise da war noch eine andere, die war so ähnlich und die war auch so schön. Ich glaube, nach diesem Umzug, Leute, ich würde einfach nur aufblühen, weil diese Wohnung macht mich, ich habe es jetzt euch schon 10-mal erzählt, aber die macht mich wirklich depressiv. Die macht mich depressiv, diese Wohnung. Ich wache morgens auf und denke so, was ist das für ein Scheiß im völligen Dunkel? Man will aufwachen und dann will man so Vogelgezwitscher haben, dann will man Licht haben, die Sonne soll reinscheinen am besten und nicht so ein Kabuff. Ja, das habe ich mir beim, als wir es damals gemietet haben, dachte ich mir so, habe ich das nicht gedacht, dass das so war oder dass es so sein würde, deswegen. Dann habe ich hier ein Bronzing-Puder von Pretty by Flormage. Ja, da sind so Schimmerpartikel drin. Was haben so viele Schimmerpartikel in einem Bronzer verloren? Ich verstehe das immer nicht. Und das sieht man manchmal beim Kaufen immer nicht, weil die Verpackung dann so da drauf ist, dass man es einfach nicht sieht. Und ja, es gefällt mir halt nicht. Aber irgendwie habe ich jetzt so viel gebronzt und ich habe das Gefühl, da ist nichts jetzt. Kommen wir zum Blush. Und zwar ist das hier der MAC Blush Stay Pretty. Der ist auch schon Hit the Pan, aber die Farbe ist irgendwie auch nichts für mich und der hat auch so viel Fallout. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass die nicht so lange halten. Versteht ihr das? Wenn ich mir einen Blush auftrage, dann will ich am besten, dass der nach ein paar Stunden immer noch zu sehen ist und nicht nach einer Stunde einfach nicht mehr da ist. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist so, das nervt mich so. Ein Blush gibt halt auch ein bisschen Frische. Und wenn der nicht mehr da ist, dann haben wir ein Problem. Dieses Produkt war auch mal der Trend, Mineralize MAC Skin Finish in Soft and Gentle, das ist sozusagen der Highlighter damals gewesen. Der Highlighter, Leute. Auch bei dem ist es so, dass es einfach nur so ein ganz leichtes Highlight ist und für mich einfach zu wenig. Ich trage dann auf und trage dann auf und trage dann auf und ist es nix. Ja, wir sind fast fertig, meine Lieben. Jetzt kommen wir noch zum Lippenstift. Ihr wisst jetzt auch ganz genau, welchen Lippenstift ich da nehmen werde, weil ihr mich einfach zu gut kennt. Und zwar ist das definitiv einer von L'Oreal. Diese Stinklippenstifte, den hatte ich euch letztens in meinem türkischen Haul gezeigt. Bitte, keine Parfüm, keinen Gestank. Also die Lippenstifte wären echt super, super schön, wenn die nicht so stinken würden. Ne? An sich wirklich sehr, sehr schön. Auch die Farbe fällt mir jetzt mittlerweile ein bisschen besser, aber der Geschmack hindert mich einfach daran, das tragen zu wollen, weil ich schmecke das einfach auch nach dem Auftrag und das nervt mich so ein bisschen. Und das ist jetzt mein Make-up-Look mit Produkten, die ich für den Arsch finde und ihr sagt jetzt wahrscheinlich, dass es gut aussieht, ne? Kann ich mir fast denken, aber vom Nahen, Leute, das wird nicht halten, das wird nach 2 Stunden wird das alles für den Arsch aussehen und deswegen, wie gesagt, es kann sein, dass einige Produkte bei euch total gut funktionieren, aber bei mir funktionieren sie halt einfach nicht. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, weil ich habe jetzt schon lange kein Make-up mehr gemacht und es war jetzt mal wieder was anderes für mich. Ich hoffe, ihr habt meine letzten beiden Videos nicht verpasst, dann, falls schon, dann könnt ihr hier einfach mal gerne gucken, ich würde mich freuen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann! Eure Ebru. Tschüss.